es füllt sich langsam auf der Messe hier. Wir hatten ja gerade den ersten Vortrag mit mir heute am ersten Messetag auf der World of Trading 2019 zusammen wieder mit Tickmill, Ihrem Broker im Forex-Bereich, aber wir haben auch Rohstoffe und Indizes. Und ich freue mich sehr, heute meinen wertgeschätzten Trader-Kollege, den Martin Gösch, hier an Bord zu haben. Er wird gleich ein bisschen was zum Thema Gold sagen. Gold ist ja bei vielen Anlegern und aber auch mittlerweile Tradern eine sehr, sehr interessante Asset-Klasse. Der Martin guckt das Ganze immer mal auch ein bisschen charttechnisch nebenbei mit dem COT-Report zusätzlich an. Und ja, er tradet das Ganze recht erfolgreich. Und bevor du, Martin, loslegst, noch der kleine Hinweis. Ich mache jeden Morgen bei Tickmill morgendliche Handelsanalysen. Hab nächste Woche Urlaub ab Mittwoch und der Martin, der ist so nett und übernimmt den Job. Das heißt, da haben wir auch kompetente Charts dann auch wieder auf der Uhr mit guten Handelsideen. Martin, bevor du gleich loslegst, erzähl doch mal, was interessiert dich am Gold? Also Gold ist für mich ganz klar ein Trading-Produkt, ja, weil du gerade gesagt hast, Gold ist auch in vielen Depots drin zum Werterhalt und so weiter. Habe ich nur ganz, ganz kleine Mengen, ganz kleine Positionen an physischem Gold. Ansonsten ist für mich Gold ganz klar ein Trading-Produkt. Und das hängt einfach damit zusammen, wenn man sich die Kursentwicklungen anschaut von Gold in den letzten Jahren und vergleicht das zum Beispiel mal mit dem Aktienmarkt oder kann man den MSCI World nehmen, da sieht man, wo das Geld verdient wird. Ja, langfristig Geld wird verdient in Aktien. Die Kurssteigerungen sind viel extremer. Die Dividenden, die da ausgezahlt werden, bringen zusätzlich Geld. Das ist beim Gold nicht so. Aber Gold eignet sich inzwischen ganz, ganz hervorragend zum Traden. Ja, nicht unbedingt Intraday, also ich handle Gold nicht super kurzfristig. Ich handle Gold immer in Swing Trades. Die Haltedauer mehrere Tage bis mehrere Wochen. Und das ist sehr, sehr profitabel und da kann man ganz toll mit arbeiten. Und das werde ich heute auch mal ein bisschen zeigen, wie einfach man mit wenigen Mitteln eigentlich mit dem Goldpreis Geld verdienen kann. Das ist auch etwas, das kann ich wirklich bestätigen. Auch in meinem Trading spielt Gold immer wieder eine Rolle, weil wir auch in den Charts aus der Woche in den Tag schöne Setups bekommen. Und ich glaube, Warren Buffett ist mal gefragt worden, ob er in seinem Portfolio Gold aufnimmt. Und seine Antwort war gewesen, wieso soll ich was aus dem Loch ausbuddeln, um es dann ins nächste Loch zu legen. Er verdient einfach sein Geld an der Börse mit den großen Schwankungen, mit den Bewegungen, die dort sind. Und genauso macht es der Martin. Und ich würde sagen, viel Spaß jetzt mit dem Martin und im Rückblick auf 20 Jahre Goldschatz. Martin, danke und leg los. Super, vielen Dank. Also erstmal vielen Dank auch an Tickmill für die Möglichkeit, hier was zu sagen. Ich muss ein bisschen gucken, wo ich stehen kann, dass es keine Rückkopplung gibt. Bevor wir anfangen, ganz kurz der obligatorische Risikohinweis. Ja, wenn Sie irgendwas mit Trading zu tun haben, Trading ist immer risikoreich. Man kann beim Trading Geld verlieren. Das bitte immer im Hinterkopf haben. Den Chancen stehen entsprechende Risiken gegenüber. Was wollen wir heute machen? Wir werden uns ein bisschen anschauen, ganz kurz, was so wichtige charttechnische Grundlagen sind, was es für einfache Muster gibt, die man sehr, sehr simpel traden kann. Und im Anschluss werden wir uns das Ganze mal anschauen über die letzten 20 Jahre im Goldpreis, dass Sie einfach mal ein Gefühl kriegen, wie man solche Chartkombinationen oder solche Chartformationen in den Preisen erkennt und wie man dann da entsprechend auch mit umgeht und darauf reagiert. Wir fangen mal ganz kurz an mit Vor- und Nachteilen für Chartmuster. Und da haben wir ganz klar auf der Seite der Vorteile, dass Chartmuster sehr, sehr einfach zu traden sind. Sie brauchen da nicht viel Informationen für. Da müssen keine komplizierten Berechnungen angestellt werden. Da muss man keine großen Indikatoren auslesen. Man muss kein mathematisches Verständnis haben. Man muss einfach nur einen Blick auf den Chart haben und weiter nichts. Und warum funktioniert das Ganze? Naja, das ist relativ einfach. Die Bewegungen, die wir am Chart sehen, die entstehen rein aus Angebot und Nachfrage. Das heißt, in dem Moment, wo es mehr Käufer gibt als Verkäufer, steigt der Preis. In dem Moment, wo es mehr Verkäufer gibt als Käufer, fällt der Preis. So einfach ist das Ganze. Und diese Grenzen, die die Preise immer wieder austesten, die nachher eben diese charttechnischen Muster festlegen, die entstehen durch nichts anderes als Angebot und Nachfrage. Und da haben wir eben eine Möglichkeit, anhand der Preisentwicklung zu erkennen, an welchen Leveln Nachfrage reingekommen ist und an welchen Leveln Angebot reingekommen ist. Und daraus lassen sich Bewegungen für die Zukunft antizipieren.
wenn wir die Charttechnik benutzen, dann haben wir immer Möglichkeiten, einen ganz sauberen Stop im Markt zu haben. Gerade wenn wir traden, geht es darum, irgendwann aus der Position rauszukommen. Und das ist im ungünstigen Fall, wenn es gegen uns läuft und wir vielleicht mal Geld verlieren. Im positiven Fall, wenn es für uns läuft, müssen wir aber auch wissen, wo wollen wir denn Gewinne mitnehmen? Ja, wo ist das Ziel erreicht? Wo ist die Reise zu Ende? Wann kommt der nächste Bereich, wo wieder Verkäufer in den Markt kommen und wir unsere Long-Position vorher rausnehmen sollten? Ja. Und dadurch kriegen wir in jedem Trade, den wir aufbauen, am Ende irgendwo ein Regelwerk. Und dieses Regelwerk, das bringt uns einen ganz großen Vorteil, nämlich eine Replizierbarkeit unserer Ergebnisse. Ich mache den ganzen Tag nichts anderes als zu traden. Also ich bin hauptberuflicher Händler. Ich lebe von dem, was ich am Markt verdiene. Und ich will einfach wissen, wenn ich dieses Jahr eine Summe X verdient habe, dass ich weiß, wie ich das gemacht habe. Dass ich irgendwie im nächsten Jahr auch ein ähnliches Ergebnis wieder erreichen kann. Wenn man das Ganze ohne Regelwerk macht und einfach nur blind irgendwo kauft und verkauft, weil man meint, es geht vielleicht rauf oder runter, hat man das nicht. Und selbst wenn man dann vielleicht ein Jahr erfolgreich ist, kann man im nächsten Jahr genauso gut sein Geld wieder verlieren, weil man nicht weiß, wie man diese Gewinne angehäuft hat. Und dieses Regelwerk wird uns sehr, sehr simpel durch Chartmuster gegeben. Ja? Es gibt einen Nachteil an Chartmustern. Das ist der sogenannte Random Walk Theorie. Das heißt, dass die Kursverläufe am Markt rein zufällig sind. Dass man also nicht vorhersehen kann, in welche Richtung Kurse ausbrechen oder in welche Richtung Preise gehen. Da ist ein Stück weit was dran. Ja, wir können aber, indem wir Dinge nutzen wie Vorteile am Markt, Momentum, Trends und so weiter, können wir uns kleine Vorteile erarbeiten und diese kleinen Vorteile, die reichen nachher, um langfristig profitabel zu sein. Das Ganze schauen wir uns jetzt gleich mal an, wie das funktioniert. Ich hatte das gerade schon gesagt, das, was ein Chartmuster ist, ist im Prinzip nichts anderes als die visuelle Darstellung von Angebot und Nachfrage. Und da wollen wir dann einfach drauf reagieren. Ich habe einfach mal zwei ganz klassische Chartformationen rausgenommen, die man sehr, sehr einfach erkennt und die man in allen Zeitebenen auch wiederfindet, wo das völlig egal ist, ob ich mir einen Stundenchart anschaue, einen Tageschart, einen Wochenchart. Es kommen überall immer wieder die gleichen Formationen, einfach weil in allen Zeitebenen Angebot und Nachfrage in der ähnlichen Art und Weise laufen. Eins können Sie sich merken, je größer die Zeitebene ist, umso nachhaltiger ist alles, was Sie in dieser Zeitebene sehen. Unterstützungslevel, Widerstandslevel, Formationsausbrüche und so weiter. Das hängt damit zusammen, wenn wir so eine Konstellation auf dem Wochenchart sehen, dann sind das ganz andere Summen an Geld, die diesen Ausbruch handeln oder die vielleicht das Retracement handeln. Da haben wir große Fonds, da haben wir Hedgefonds, da haben wir Banken, da haben wir Broker im Eigenhandel, die da mit drin sind, die gigantische Größenordnungen am Markt bewegen. Und das sehen wir ab Tageschart aufwärts. Also Tageschart und Wochenchart ist das, was ich einem privaten Trader empfehlen würde zu handeln. Wenn Sie so eine Formation auf dem Minutenchart sehen, ja, das ist mehr oder weniger Zufall. Ja, das braucht eine große Order. Tage. Ich bin überwiegend auf dem Tageschart und gelegentlich auch im Wochenchart. Ja, deswegen schauen wir uns heute auch mal das große Bild in der Woche an. Ja. Nee, da braucht man gar nicht so viel Geld. Man kann diese Muster miteinander kombinieren. Ich kann den Ausbruch auf dem Wochenchart in einer Strategie auf dem Tageschart umsetzen. Ja. Und so spielen nachher die verschiedenen Zeitebenen ineinander. Ich würde aber davon abraten, deutlich unter die Stunde zu gehen. Ja, dann wird es sehr, sehr schwer und dann muss man sehr gut treffen, um überhaupt seine Kosten auch wieder drin zu haben. Hier ist es am Ende so, wir haben bei so einem Dreieck, wenn wir hier einen Ausbruch kriegen, zwei mögliche Einstiege. Und zwar einmal im Ausbruch direkt und das zweite wäre im sogenannten Retracement, also in dem Test des Ausbruchslevels. Das sind typische Bewegungen, die am Markt immer wieder stattfinden. Wenn Sie sich einfach mal, wenn Sie wieder zu Hause sind, irgendeinen Chart der Vergangenheit anschauen, nehmen Sie einen DAX oder was auch immer, da werden Sie überall wieder die gleichen Verhaltensweisen und die gleichen Muster finden. Wir schauen uns das ja gleich mal ganz in Ruhe im Goldchart an, wie sich das da in den letzten Jahren entwickelt hat. Ich persönlich bin ein Breakout-Trader. Ich handle sehr gerne direkt die Breakouts, weil ich die Erfahrung gemacht habe, wenn ein Breakout sehr schnell ist, sehr nachhaltig ist, da viel Volumen reinkommt, das mit einer starken Momentumbewegung läuft, dann reicht der Rücktest oft nicht, um nochmal an diese Level ranzukommen und man liegt dann mit seiner Order und wird nicht mehr abgeholt.
Das Risiko, was ich dafür eingehe, ist, dass ich in einem Fehlausbruch eine Position aufbaue, die mir dann direkt danach im Ausbruch nach unten wieder weggenommen wird. Aber dafür habe ich mein Stop-Management. Und ich will jetzt einmal kurz zeigen, warum insbesondere Formationen, die nach vorne spitz zulaufen, sehr, sehr interessante und sehr profitable Möglichkeiten sind zu handeln. Wir können den Stop setzen, ganz einfach rein charttechnisch. Wenn wir unter das letzte Tief gehen, dann ist dieser Aufwärtstrend, aus dem wir kommen, erstmal gebrochen. Ja, das ist ganz simple Dow-Theorie, Markttechnik. Wenn der Markt hier drunter läuft, dann ist diese Aufwärtsbewegung erstmal vorbei. Dann möchte ich nicht mehr long positioniert sein. Wenn der Ausbruch aber läuft, dann finde ich meine Kursziele einfach so, indem ich mir die Höhe der Formation nehme und die Höhe der Formation an das Ausbruchslevel antrage. Und wenn Sie sich das anschauen, Charts der Vergangenheit, werden Sie sehen, wie oft das funktioniert. Und das hat einen riesigen Vorteil für einen aktiven Händler. Wir haben nämlich einen relativ kleinen Stop im Verhältnis zu dem, was wir hier verdienen wollen. Und dann können Sie sich ausrechnen, wie hoch Ihre Trefferquote sein muss, damit Sie da noch Geld verdienen. Ja? Wenn wir hier ein 2:1 nur traden, also unser Ziel im Schnitt doppelt so weit weg ist wie unser Stop, dann brauchen wir nur eine Trefferquote von 33%, um plus minus null zu sein. Alles, was wir besser treffen als 33, verdient schon Geld. Ja? Ich liege mit meinen Trades langfristig zwischen 48% und 50% Trefferquote. Mehr nicht. Aber mehr brauche ich auch nicht, weil meine durchschnittlichen Gewinne deutlich größer sind als meine durchschnittlichen Verluste. Und so verdient man Geld. Und für einen privaten Trader ist das somit die einfachste Möglichkeit, das umzusetzen. Sie haben ein klares Regelwerk, Sie handeln den Ausbruch, Sie haben einen ganz fixen Stop und Sie haben ein klares Ziel. Und Sie müssen nichts weiter machen, als diese Dinge, die Sie in den Chart legen, nachher auch einfach umzusetzen. Ja? Das heißt hier insbesondere das Verhältnis Risiko zur Chance ist bei Dreiecken, die spitz zulaufen, ideal. Ganz ähnlich funktioniert das Ganze mit so einer SKS-Formation. Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Ist total einfach zu erkennen. Schauen wir uns gleich an im Goldchart. Ganz simpel. Wir müssen einfach nur aufs große Bild achten. Ja? Wir dürfen uns nicht in irgendwelchen Kleinigkeiten verstricken und nochmal schnell im 5-Minuten-Chart gucken und gucken nochmal im Stunden-Chart, sondern wir haben eine Zeitebene, die wir handeln und dann wird das Ganze total entzerrt und super simpel zu sehen. Da geht man einfach mal einen Schritt zurück von seinem Rechner, schaut sich das Bild an und schon ist alles klar. Ich habe das gleich mal alles so ein bisschen eingezeichnet, da sehen wir das. Aber der Effekt, den wir hier haben, wenn wir das entweder wie hier als inverse Formation handeln oder auf der Oberseite als normale Schulter-Kopf-Schulter, wir haben zum einen eine gute Idee, wann ein Trend beendet ist, wann es also anfängt, in die andere Richtung zu laufen. Wir kommen also relativ früh in eine neue Trendentwicklung rein. Und das Zweite ist, wir haben auch hier wieder eine ganz tolle Möglichkeit, enge Stops zu setzen, weil die Schulter dichter an der Nackenlinie dran liegt als der Kopf. Aber der Kopf gibt uns wieder das Ziel. Okay? Funktioniert super häufig. Haben wir gerade im DAX gehabt, in diesem Jahr schon zweimal in der großen Zeitebene. Ja, wir haben eine SKS gehabt im Wochenchart, danach ging es viele, viele hundert Punkte abwärts im DAX. Und danach haben wir eine inverse SKS gehabt auf der Unterseite. Nach dem Ausbruch ging es viele, viele hundert Punkte nach oben. Das waren zwei Möglichkeiten, ganz hervorragend am DAX Geld zu verdienen, mit zwei Trades ohne viel Arbeit. Und man hat die Jahresperformance des DAX outperformed, weil man bei der großen Reise nach unten dabei war und direkt danach auf der großen Reise nach oben. Okay? Das sind so die typischen Formationen, die ich handle. Da muss man jetzt nicht ein besonders guter Trader für sein, um das zu erkennen. Man muss sich einfach ein bisschen daran gewöhnen, wie Charts laufen, wie sich Charts bewegen und muss sich daran gewöhnen, diese Muster einfach zu erkennen. Und dann ist es sehr simpel zu sehen, wann so ein Ausbruch erfolgt. Und prinzipiell am einfachsten ist es, gerade als einsteigender Trader, trendfolgende Muster zu handeln. Das heißt, wir warten, bis sich irgendein Markt in einem stabilen Trend entwickelt, in dem Fall hier ein Aufwärtstrend, warten, bis sich innerhalb dieses Trends als Konsolidierung ein Dreieck ausbildet und wenn der Markt in die Trendrichtung aus dem Dreieck ausbricht, dann haben wir unsere Position.
Ja? Ist sehr, sehr einfach, ist auch nicht viel Arbeit, bietet sich auch an für jeden, der einen normalen Job hat und einfach nur abends mal Zeit hat, auf den Kurs zu schauen, wie hat sich der Tag entwickelt, habe ich eine Möglichkeit, was zu kaufen, ja oder nein. Und dann sucht man sich 6, 7, 8, 9 Märkte, die man gerne traden möchte, nimmt einen Euro-Dollar, ein britisches Pfund, ein Gold, ein Öl, ein DAX und dann hat man sein Handelsportfolio und setzt einfach nur diese Trades um. Ich muss untertags reingucken, weil ich in der Vermögensverwaltung tätig bin. Ich manage Kundengelder für eine Schweizer Vermögensverwaltung. Und da ist das Risikoauge immer sehr, sehr wachsam. Ne? Also da muss ich schon zwischendurch reinschauen. Aber prinzipiell ist es nicht nötig. Dann für meine Swing Trades in Aktien und so, schaue ich abends. Da interessiert mich nicht, was tagsüber passiert. Es ist auch so, dass sich das Marktverhalten ganz schön verändert hat. Wir haben sehr, sehr viele Algos im Markt, die super kurzfristig voll elektronisch handeln. Die großen Handelshäuser, die großen Broker, alle haben irgendwelche Algos laufen. Und die Bewegungen, die innerhalb des Tages laufen, die sind einfach nur irreführend. Die nehmen nochmal schnell irgendwo ein Hoch raus, nehmen nochmal schnell irgendwo ein Tief raus. Absolut hat man trotz der Algos eine Chance, insbesondere wenn man auf dem Tageschart arbeitet, weil zum Ende des Tages sind die immer raus. Ja, die so super kurzfristig im Sekundenhandel sind, die agieren innerhalb des Tages, wenn das Volumen sehr hoch ist. Und spätestens zum Marktschluss sind die raus. Das heißt, der Schlusskurs, der Eröffnungskurs und der Schlusskurs, den wir für einen Tag haben, sind die beiden wichtigsten Kurse des Tages. Weil da ist das Open Interest drin, die Positionen, die geöffnet waren und am Ende auch noch geöffnet sind. Okay? Und das sind die wirklich großen Jungs. Ja? Also das ist schon, aber es ist einfacher, wenn man dieses Rauschen innerhalb des Tages einfach ausblendet. Ja. Das ist die zweite Variante, Trendwechselmuster. Das ist die etwas schwierigere Variante, weil man damit gegen den übergeordneten Trend arbeitet. Ja, für den Anfang reichen einfache Trendfolgemuster. Okay, schauen wir uns das Ganze mal ein bisschen an. Wie sieht das aus? Wir fangen an. 1999 im Goldpreis und ich habe jetzt immer so ein paar Jahre der Entwicklung hier drauf und wir gehen jetzt einfach mal Stück für Stück durch und schauen uns an, was es da für Formationen gab, auf die man ganz sauber hätte reagieren können. Einfach damit Sie ein Gefühl dafür kriegen, wie erkenne ich solche Situationen im Chart. Wir fangen hier an mit einer ganz, ganz einfachen Geschichte auf dem Wochenchart. Kennt jeder, glaube ich, so einen Doppelboden. Ja, das heißt, wir kommen von der Bewegung von oben, machen den Tief, kriegen einen zweiten Erholungsversuch, machen ein zweites Tief und es wird kein neues Tief mehr am Markt ausgebildet. Und wenn dann Käufer reinkommen, dann ist das ein gutes Zeichen, dass wir hier vielleicht einen längerfristigen Support haben. Wir haben gerade gesagt, Angebot und Nachfrage bestimmt die Preise. Das heißt, hier ist Nachfrage reingekommen. Am selben Level hier ist nochmal Nachfrage reingekommen. Und dann haben wir so Einstiegstrigger, das ist dann hier so zum Beispiel das letzte Hoch dazwischen. Wenn dieses letzte Hoch überschritten wird, dann möchten wir auf der Käuferseite sein. Ja? Und wenn man dann ein bisschen Glück hat, nimmt man so eine Bewegung mit. Am Ende ist es so, es geht gar nicht drum, ob der einzelne Trade ein Gewinner oder Verlierer wird. Ja, das ist völlig egal, das spielt keine Rolle, das weiß man auch vorher nicht. Wir haben aber die Aufgabe als Trader, wenn wir in so einer Situation eine Position im Markt haben, dass wir die nicht nach ein paar Ticks Gewinn wieder rausschmeißen, weil wir uns darüber freuen, den kleinen Gewinn zu machen, sondern dass wir uns im Vorfeld anschauen, wie sieht das Ganze hier links aus, bis wohin hat der Markt Platz, bis wohin kann der laufen, wo möchte ich meine Gewinne mitnehmen. Und das ist am Ende das, was Geld verdient, Trades laufen lassen. Ja, nicht mal kurz innerhalb des Tages hin und her switchen, sondern eine Position aufbauen und einfach mal einen Trade laufen lassen. Und dann haben wir zwei Dinge. Wir sind auf der Verlustseite immer eng abgesichert, haben also einen maximalen Verlust, den wir mitnehmen würden. Auf der Gewinnseite kann das Ganze aber, wenn wir das richtig anpacken, extrem groß werden. Und da kommen wir ganz automatisch auf einmal in diese Geschichte, hey, die durchschnittlichen Gewinner werden viel größer als die durchschnittlichen Verlierer. Und schon verdienen wir langfristig Geld. Ja, das. Nein, nein. Ich erhöhe normalerweise keine Positionen. Ich mache es eher umgekehrt. Ich baue die volle Position auf. Und wenn wir so einen richtigen Spike kriegen, dann nehme ich eine Hälfte mit. Und die andere Hälfte traile ich einfach mit dem Stop hinterher und lasse den Markt entscheiden, wann genug verdient ist. Ja? Ich baue ungerne Pyramiden in bestehende Positionen rein, weil ich kaufe immer teurer dazu. Das ist nicht mein Stil. Ja?
Dann haben wir hier über mehrere Monate so einen großen Keil, der sich hier entwickelt. Diese Keile sind typische Trendbeender. Das ist ganz häufig so. So wie so eine SKS-Formation. Sind ganz, ganz häufig Trendbeender. Und es geht einfach nur darum, dass man im Laufe der Zeit, wie der Markt hier läuft, anfängt zu erkennen, wann sich sowas ausbildet. Als Trendfolger hat man es in solchen Bewegungen hier relativ einfach. Wir haben ein großes Momentum, was hier nach unten kommt, kriegen eine Korrektur, die gerade mal noch so hier bis zu den letzten Widerstandsleveln läuft. Und wir haben hier einen sauberen, intakten Abwärtstrend auf dem Wochenchart, den man dann im Tageschart einfach mit seinen Trendfolgestrategien folgen kann. Wir müssen aber eine Idee haben und wissen, wann diese Reise vielleicht vorbei ist. Und das ist eben typischerweise dann, wenn wir solche Formationen ausgebildet haben und dann die Ausbrüche kommen. Ja? Dann kann man direkt den Ausbruch handeln, man kann den Ausbruch über das letzte Hoch handeln, man kann warten, bis das erste Retracement erfolgt und wir wieder einen intakten Trend haben auf der großen Zeitebene, den wir dann eben auch wieder im Tageschart umsetzen. Das sind alles relativ simple Vorgehensweisen. Man muss einfach nur aufpassen, dass man in diesen Situationen in einer Zeitebene arbeitet, wo die Stops auch weit genug weg sind, dass man nicht ständig da rausgeholt wird. Ja, sonst ist man nur dabei, Positionen aufzubauen, wieder rauszufliegen, Positionen aufzubauen, wieder rauszufliegen. Ich schaue mir schon die ATR an, um ein Gefühl zu haben, wie weit muss der mindestens entfernt sein. Aber normalerweise liegen meine Stops markttechnisch an letzten Tiefs. Ja. Ich will in der Zeitebene, die ich trade, will ich einen Trendwechsel sehen, um aus meiner Position rauszufliegen. Na, ich will nicht einfach nur irgendein großes Momentum mal sehen, weil eine große Order reingekommen ist, die vielleicht kurz über die ATR zieht, den Stop nimmt und dann läuft das Ganze weiter, ohne den Trend zu brechen. Dann muss ich sowieso wieder rein. Ja. Hier haben wir dann eben genau dieselbe Situation wie hier. Und da haben wir eine Kombination eben aus diesem Doppelboden, dem Keil, der sich hier bringt, und so ein Ausbruch aus dem Keil mit einem Doppelboden, der sich vorher entwickelt hat, ist ein ideales Kaufszenario. Dreiecke. Alles, was spitz zuläuft, ganz hervorragend. Es ist schwieriger, Formationen zu handeln, die schräge Begrenzungen haben, als Formationen, die waagerechte Begrenzungen haben. Wenn wir eine Formation finden mit so einer horizontalen Begrenzung, trade ich sofort den Ausbruch, weil die haben eine sehr, sehr gute Trefferquote. Bei denen, die schräg laufen, ist die Trefferquote etwas geringer. Da gibt es häufiger Fehlausbrüche. Das heißt, ich kombiniere das hier gerne. Ein Ausbruch aus dem Dreieck und danach noch bitteschön einen Ausbruch über das letzte Hoch. Und dann habe ich meine Position. Ja? Immer dran denken, wir sind hier auf dem Wochenchart. Wir haben hier eine dicke Bewegung, die über mehrere Tage läuft. Und da ist man zwei, drei Tage in der Position drin und dann reicht das auch. Ja, die Dreiecksausbrüche ganz hervorragend im Gold, immer wieder. Egal in welche Richtung, immer wieder. Wenn Sie auf dem Wochenchart sehen, es entwickelt sich ein Dreieck im Gold, ist das immer so ein Achtungszeichen. Mal vielleicht in den Tageschart schalten und gucken, wo wir da beim Ausbruch eine sinnvolle Situation traden können mit einem guten Stop. Ich werde nachher auch ganz am Ende mal zeigen, wie die aktuelle Situation aussieht und was wir da noch so für Möglichkeiten haben, einfach charttechnisch die Kursziele zu finden. Hier haben wir wieder das Gleiche. Da sind wir jetzt 2003, ja, das ist so Februar, März 2003, hier hat sich auch wieder ein schönes Dreieck entwickelt. Nach dem Ausbruch aus dem Dreieck ein ganz sauberer Trend im Wochenchart. Höhe des Dreiecks ist der Zielbereich, kommen wir hier oben an. Ja? Und da sehe ich immer so, bis wohin ich meine Trendfolgestrategien dann auf dem Tageschart umsetzen kann. Wo die Reise dann vielleicht zu Ende ist, wo ich aus den Positionen rausgehe oder keine neuen mehr reinnehme. Und das ist typischerweise eben dann, wenn wir so die Zielbereiche erreicht haben, dann ist das für mich erstmal durch. Und dann warte ich einfach auf die nächste Gelegenheit. Ja, und die nächste Gelegenheit, die dauert meistens nicht so besonders lange. Hier haben wir eben Doppeltop. Nach dem Doppeltop haben wir hier eine Woche gekriegt, die eigentlich ohne große Kursveränderung von Eröffnung zu Schluss gelaufen ist, zweimal hintereinander. Ein bisschen innerhalb der Tage rauf und runter, aber am Ende hat sich nichts getan. Hier kommt das Momentum rein und von da an bin ich dann auch irgendwo im Tageschart auf der Shortseite zu finden. Ja, vorher nicht. Aber ich möchte sehen, dass das Ganze bestätigt wird, möchte sehen, dass das Momentum kommt. Und wenn wir auf dem Wochenchart das Momentum haben, haben wir auf dem Tageschart auch schon immer den intakten Trend. Ja.
Der wird einfach ganz simpel gehandelt nach Markttechniken, Ausbruch und das neue Tief wird verkauft, Stop oben drüber gesetzt. Zielbereich suchen wir uns wieder Support Level hier und da haben wir unsere Zielbereiche. Ja. Ist relativ simpel alles. Dreieck, nach dem Dreieck entwickelt sich wieder ein super sauberer Trend im Wochenchart, Trend im Tageschart. Ranges, ja, hervorragend, wirklich hervorragend. Wenn man jetzt nicht direkt sich hier oben an den Range-Ausbruch legt und dann eine Stop-Order hinlegt und sagt, ich kaufe jetzt jeden Ausbruch. Wir schauen auf der großen Zeitebene. Und wenn wir auf der großen Zeitebene hier innerhalb dieser Woche sehen, dass sich da Druck aufbaut, dann gehen wir in unseren Tageschart. Und was haben wir denn dann im Tageschart? Da haben wir hier schon einen super sauberen Aufwärtstrend, der hier läuft. Und dann gehe ich da einfach mit einer Trendfolgestrategie hinterher. Bis wohin? Ich nehme mir die Range, lege mir die einmal oben drauf und gehe bis dahin hinterher. Ja? Das ist sehr, sehr simpel alles. Flaggen, hervorragend zu traden. Insbesondere auf dem Tageschart. Super gut. Ja? Wenn wir solche Bewegungen hier sehen, na, diese großen Aufwärtsbewegungen hier im Wochenchart, wenn dann so kleine Korrekturen hier kommen, so eine Korrekturwoche, die sehen im Tageschart häufig so aus. Das sind ganz typische Flaggen. Hervorragende Muster. Aus zwei Gründen. So eine Flagge bildet sich eben immer nur dann, wenn noch viel Druck ist im Markt. Wenn es also nicht ausreicht, wenn die Verkäuferseite nicht reicht, einen Abwärtstrend zu etablieren auf der kleinen Zeitebene, sondern wir einfach nur so ein paar Korrekturkerzen haben und wir dann wieder nach oben rausgehen, dann wissen wir, A, der Druck ist noch da, der Kaufdruck ist da, das Momentum ist da, das können wir ausnutzen und B, diese Flaggen haben ganz kleine Stops im Verhältnis zu dem, was die erreichen können. Weil wenn wir uns vorher anschauen, wie groß hier der Mast ist, das ist die Flagge, und setzen den Mast nochmal da oben drauf, dann sind wir an unserem Kursziel. Und es ist ein Vielfaches von dem, was wir auf so einem Trade riskieren. Und darum geht es einfach. Ja, ich möchte Situationen haben, wo ich A, einen ganz klaren Vorteil habe, und B, wo ich eine Konstellation im Chart finde, wo das, was ich riskiere, deutlich weniger ist, als das, was ich damit verdienen kann. Und dann bin ich auf der sicheren Seite. Und wenn Sie das 3, 4, 5 Mal gemacht haben, dann werden Sie sehen, auf einmal legt sich wie so ein Schalter um und dann ist es auch total einfach, seine Stops durchzuhalten, sein Trade Management durchzuhalten, nicht zu früh aus der Position rauszugehen, aber da braucht man halt einfach erstmal diese Erfolgserlebnisse. Ja? Und dann funktioniert das Ganze. Sind wir 2005. Ich gehe hier mal ein bisschen durch. Wir haben hier wieder so eine typische Flagge, ja, nehmen den Mast, setzen den Mast einmal oben drauf, haben unser Kursziel, keine große Geschichte. Dreiecke, ja, Ranges, es ist immer wieder das Gleiche, es passiert immer wieder dasselbe. Und alles das, was wir uns jetzt hier im Wochenchart anschauen, können Sie, wenn Sie sich zu Hause mal Ihren Tickmill-Chart aufmachen von Gold, Sie kriegen die Kurse 20 Jahre zurück. Schauen Sie sich das einfach mal auf dem Tageschart an und da werden Sie genau dieselben Muster wiederfinden, die genau so handelbar sind. Und das Ganze passiert immer wieder. Dieses Dreieck hier so ein bisschen wie so ein Wimpel, ja? Mast, Dreieck, Mast oben drauf gesetzt, Kursziel erreicht. Es ist alles nicht besonders wild. Das ist garantiert nicht die eierlegende Wollmilchsau. Also da wird es auch Trades geben, die schief gehen. Aber genau dafür ist es halt wichtig, immer zu schauen, was riskiere ich, was möchte ich auf der anderen Seite verdienen. Wenn das passt und ich trade in die Richtung des Vorteils, habe ich eine Position im Markt, ganz einfach. Und wir können eben inzwischen über diese CFDs die Risiken so fein streuen, dass man wirklich in jeder Zeitebene, in der man arbeiten möchte, arbeiten kann, ohne sein Risiko zu überreißen. Ja? Das ist eben immer der Punkt, wir dürfen nicht zu viel Risiko nehmen. Wir haben ein Dreieck, wir nehmen die Höhe vom Dreieck, setzen die Höhe vom Dreieck an den Ausbruch ran, kommen zu unserem Kursziel. Das ist der Stop, den wir dafür nehmen müssen. Ein minimaler Stop für ein maximales Kursziel, das ist eine 4:1, die hier zu realisieren ist. Ja. Und da haben wir unsere SKS-Formation. Wir laufen in eine kleine Korrektur rein, machen den Tief. Ein neues Hoch, ein tieferes Tief. Jetzt kommt ein tieferes Hoch, ein höheres Tief und das war's. Das ist eine SKS-Formation. Einfach nur schauen, wie verhalten sich die Tiefs zueinander. 1, 2, 3. Die sind ungefähr auf gleicher Höhe. Die zeitliche Dauer ist ungefähr gleich. Ideal.
Ja, Ausbruch aus der Nackenlinie, wird gehandelt, Stop kommt hier unten drunter. Das ist unser Kursziel. Setzen wir einmal hier drauf, kommen wir oben am Zielbereich an. Keile, Dreiecke, es ist immer wieder dasselbe. Ja, es ist kein Hexenwerk. Schwer, in solche Situationen in den Markt zu kommen. Aber es gibt wieder Gelegenheiten. Ja, wir haben ein großes Momentum, einen großen Start der Bewegung, kriegen hier, wohlgemerkt auf dem Wochenchart, ja, ein schönes Konsolidierungsdreieck und haben hier einen Ausbruch mit ganz viel Momentum. Was machen wir? Nehmen uns die Höhe des Dreiecks, setzen die hier ran, kommen an unseren Zielbereich. Okay? Trendkanäle, ja, Ausbrüche aus Trendkanälen kann man immer mal versuchen zu handeln. Ist jetzt nicht mein präferierter Ansatz, aber kann man immer mal versuchen. Da schaut man sich dann im Verlauf des Trendkanals an, wo die nächsten Unterstützungen sind. Das heißt, von dem, was wir gerade gesagt haben, wo die nächsten Level sind, wo Nachfrage reingekommen ist in der Vergangenheit. Ja. Hier ist Nachfrage reingekommen. Ja, wir haben hier eine Korrektur gesehen und dann ein großes Momentum nach oben. In dem Bereich ist Nachfrage reingekommen. Ist sehr wahrscheinlich, wenn wir hier eine Short-Position nehmen und der Markt kommt runter, dass wir ungefähr in diesem Bereich hier auch erstmal wieder Nachfrage kriegen. Ja? Das hat einen Grund, dass eine Wochenbewegung, so eine dynamische Wochenbewegung in dem Bereich hier hängen bleibt und dann so ein starker Kaufdruck kommt. Das hat irgendeinen Grund. Der Grund an sich interessiert mich nicht. Ist mir völlig egal. Aber ich sehe am Chart, dass da was passiert ist. Also kann ich davon ausgehen, das wird beim nächsten Mal wieder passieren. Ja? Hier ähnlich. Ja? In dem Bereich ist Kaufdruck gekommen. Hier kommen auch wieder so ein bisschen die Käufer rein. Das ist so diese klassische Geschichte Support, Resistance, Unterstützungslevel, Widerstandslevel. Bärenflaggen lassen sich super gut traden für kurzfristige Trades. Da kommt ganz, ganz häufig extremes Momentum. Bin ich das? Ich glaube es ja nicht. So. Da haben wir wieder unseren klassischen Keil als Trendbeender. Genau wie wir das 99, 2000 auch schon gesehen haben. Ganz klassischer Trendbeender. Wenn ich sehe, hier kommt richtig Druck auf, wir gehen aus dem Keil raus, gehen über das letzte Hoch drüber, dann bin ich spätestens hier auf der Käuferseite zu finden. Ja. Also es macht durchaus Sinn, sich auch im Nachgang einfach mal Konstellationen anzuschauen und zu gucken, wie haben sich die Märkte an bestimmten Leveln verhalten. Ja. Doppeltops. Das ist die letzte interessante Formation, die wir hier jetzt im Markt hatten. Das ist auch ist ein Klassiker, den ich sehr, sehr gerne im Aktienbereich verwende. Ist ein ganz hervorragendes Muster für Aktientrades, eine sogenannte Tasse-Henkel-Formation. Wir haben eine ausgedehnte Abwärtsbewegung, an die sich eine ungefähr gleich starke Aufwärtsbewegung anschließt. Und dann kommen in diesem Bereich hier, ja, warum auch immer, aber hier ist schon mal ordentlich Verkaufsdruck reingekommen. Das heißt, es ist ein interessantes Angebotslevel. In diesem Bereich kommt Angebot in den Markt. Genau das Gleiche passiert dann ganz häufig beim ersten Anlauf, über diese Hochs zu gehen, nochmal. Auf dem gleichen Level kommt Angebot rein. Dann sehen wir diese kleine Korrektur, die deutlich geringer ausfällt als die erste. Und dann geht es mit Druck nach oben. Und dann sieht das hier so ein bisschen aus wie so eine Kaffeetasse. Ja, und deswegen heißt dieses Ding Tasse Henkel. Tolle Formation, weil wir haben es genau wie bei einem Dreieck. Wir haben einen sehr kleinen Stop und haben ein sehr großes Ziel, weil wir setzen einfach die Tasse an das Ausbruchslevel ran. Und wenn wir uns das anschauen, wie das aussieht, so sieht das aus. Ja, so sieht das auch immer bei mir in den Charts aus. Ich schreibe für meine Kunden jeden Samstag einen kostenlosen Newsletter, wo solche Chart-Analysen drin sind, wo ich auch immer mal wieder Chart-Muster zeige, wo ich dann auch viel mit Commitments of Traders arbeite, aber wo ich auch immer wieder diese Chart-Muster zeige. Und genau so sieht es bei mir aus und so sieht es dann tatsächlich auch im Chart aus, auch bevor wir hier sind. Das heißt, ich habe im Chart schon abgetragen, wo meine Ziele sind für bestimmte Bewegungen. Und der Punkt ist einfach, wir haben im Gold jetzt da dieses erste Kursziel erreicht und von daher ist es nicht ungewöhnlich, dass wir jetzt im Moment eine etwas größere Korrektur sehen. Wir haben das erste Kursziel erreicht, aber wir haben hier noch eine zweite Formation drin, eine ganz langfristige.
Die sieht man sogar auf dem Monatschart noch ein bisschen besser. Aber es ist einfach so, wenn wir die Preisbereiche erreicht haben, mit denen wir gerechnet haben, und ich sehe jetzt, dass diese Korrektur vielleicht noch bis hier unten läuft, so bis 14,30 ungefähr in diesem Bereich, weil, was ist denn hier passiert? Hier ist Nachfrage reingekommen. Ja, wir haben hier ein Konsolidierungslevel, wir sind mehrere Wochen hier konsolidiert und dann kam hier auf einmal richtig Druck rein. Dieser Druck, der kommt nur durch extrem große Käufe. Und dann ist es häufig davon auszugehen, dass einige von denen, die in diesem Bereich kaufen wollten, nicht zum Zug gekommen sind und jetzt einfach nur darauf warten, dass der Kurs nochmal runterkommt und sie wieder zu diesem Preis kaufen können. Und dann kaufen die wieder. Das heißt, mich würde das nicht wundern, wenn die Korrektur noch ein bisschen weiterläuft, so in den Bereich 14,10 bis 14,30 und wir dann wieder Druck auf der Oberseite kriegen. Weil, was haben wir denn hier? Das ist eine komplexe, inverse Schulterkopf-Schulter-Formation. Wir haben hier unten ganz klar den Kopf und haben hier ungefähr drei Schultern auf jeder Seite. Also diese Formation, die gibt es nicht immer nur in der ganz einfachen Variante, wie wir uns das eben angeschaut haben. Es gibt auch sogenannte komplexe Formationen. Und das ist eine komplexe SKS. Da habe ich vor ein paar Monaten, da standen wir noch hier unten, für ein Online-Forum eine Analyse gemacht für den Goldpreis. Da hatte ich genau dieses Muster schon drin. Und habe da auch schon gesagt, das ist das interessante Level hier. Da hatte sich die Tasse Henkel noch gar nicht ausgebildet. Da war das noch gar nicht absehbar. Das heißt, da habe ich erstmal nur gearbeitet mit den großen Kurszielen. Und nachher, in der Entwicklung, bevor der Ausbruch kam, konnte man das Ganze dann anpassen. Aber das Kursziel, was wir jetzt hier aus dieser SKS noch haben, ist das da. Okay? Ist die Formation hier nicht schon beendet? Klar, die Formation ist beendet. Weil sich das Ziel aus der beendeten Formation ergibt. Bei jeder Formation, das ist ja hier genauso. Wenn der Preis hier ausbricht, dann ist diese Tasse-Henkel-Formation abgeschlossen. Aber das Kursziel für die Bewegung ergibt sich aus der Höhe der Tasse. Die hier abgetragen, kommen wir an das Kursziel. Und das ist hier jetzt genau das Gleiche. Diese Nein. Nein, da gibt es nichts mehr. Schauen wir mal, wir gehen hier bis 2014. Ja, das ist auf dem Monatschart, das ist erkennbar. Und jetzt müssen Sie sich mal darüber Gedanken machen, die Marktteilnehmer, die großes Geld bewegen, die viele, viele tausend Future-Kontrakte handeln im Gold, die arbeiten weder auf dem Stundenchart noch auf dem Tageschart. Die fangen ab Woche an, sich die Formationen anzuschauen. Ja, also die schauen auf die wichtigen Level im Wochenchart, im Monatschart, im Quartalschart. Ja, das ist das, was wirklich große Marktteilnehmer interessiert. Einfach weil die gar nicht in der Lage sind, Positionsgrößen, die sie traden, in so kleinen Preisbereichen hier unterzubringen. Das ist nicht möglich. Ja, das heißt, die scalen in ihre Positionen rein und die scalen auch aus ihren Positionen wieder raus. Wir können das sehen. Wir sehen das tatsächlich jede Woche. Das ist diese Geschichte Commitments of Traders. Da werden jeden Freitag in den USA die Daten veröffentlicht, welche Marktteilnehmer welche Positionen am Markt halten. Tatsächliche Positionen. Das ist kein Sentiment, wo irgendwo eine Umfrage gemacht wird, was erwarten Sie, wie der Goldpreis nächste Woche steht, sondern man sieht tatsächlich, welche Positionen hat JP Morgan, welche Positionen hat Goldman Sachs, welche Positionen haben die ganzen großen kommerziellen Hedger, die eben Gold produzieren oder Gold im großen Stil verbrauchen. Wie haben die sich positioniert am Markt? Sind die für stark steigende Kurse positioniert? Sind die für stark fallende Kurse positioniert? Oder sind die neutral? Und das beziehe ich immer in meine Trades mit ein. Das heißt, ich sehe, wo Käufer reinkommen. Ich sehe, wann die Käufer am Markt sind. Ja, und im Moment, wir haben hier oben den ganzen Weg schon hier rauf extrem starke Short-Hedges gehabt. Also die ganzen Commercials hedgen sich im Moment auf fallende Preise. Ja, deswegen erwarte ich auch, dass die Bewegung noch ein bisschen weiter runter geht. Ja, also die Daten gibt es direkt auf der Seite der CFTC. Das ist die Organisation, die das veröffentlicht. Das ist die Futures Trading Commission in Amerika. Aber da finden Sie halt nur die nackten Zahlen. Also wenn Sie das aufbereitet haben wollen, dann müssen Sie auf die Seite von der CME gehen oder so. Chicago Mercantile Exchange. Die bereiten das auf. Also es gibt schon Quellen. CME. CFTC.
cftc.gov heißt die Seite, .gov. Ja, da werden die Daten kostenlos veröffentlicht, da kann man sich das alles ganz genau anschauen. Muss man sich ein bisschen einarbeiten, aber ist eine ganz, ganz tolle Geschichte. Ja. Und sowas kann man da halt alles mit berücksichtigen. Aber es ist einfach wichtig zu wissen, dass die großen Jungs tatsächlich auf das große Bild schauen. Die gucken nicht auf die kleinen, schnellen Momentumbewegungen, die gucken auf das große Bild. Ja. Und diese Bewegungen, die hier entstehen, die entstehen eben A, aus großen Absicherungspositionen und aus B, aus großen Trading-Positionen. Ja, von den ganzen großen Rohstoff-ETFs und was wir nicht alles in den letzten Jahren da gekriegt haben. Da sind Milliarden an Dollar in diesen Märkten investiert. Und wir haben halt einfach eine Möglichkeit zu sehen, wo liegt das Geld. Ja? Und das berücksichtigt man da alles mit. Aber es ist eine ganz klassische Geschichte, sich aus diesen Formationen die Kursziele rauszuholen. Ich glaube, ich habe es ein bisschen gezeigt hier, wie das funktioniert. Einfach. Das ist klar, die Frage, wann ist die Formation hinfällig? Ne? Hinfällig ist die. Der Ausbruch erfolgen soll. Okay, also hinfällig ist die genau dann, wenn wir entweder das Kursziel erreicht haben, oben, ja? Dann ist die Aufwärtsbewegung durch, oder. Wenn wir die untere Schulter durchbrechen nach unten, dann ist die auch hinfällig. Vorher steht das Bild. Gut, eine Schulter haben wir schon nach unten durchbrochen hier bei dieser komplexen. Ja, aber das ist ja die ganze Geschichte hier. Wir kommen von hier runter und wir gehen nach da rauf. Für mich ist der Punkt hier im Moment, wo also diese Formation beendet ist. Das ist das Signal hier oder was? Die Schulter. Bitte? Also sagt man, Nein, das ist eine komplexe Formation. Die besteht aus mehreren Teilen. Mhm. Ja, das ist die ganze Bewegung hier. Das, was eigentlich interessant ist... Die Formation ist aufgehoben, wenn der Kurs unter die Schulter fällt. Genau, das wäre in der Situation hier... Wenn wir drei Schultern. Richtig. Wenn wir drei Schultern. In der Situation hier, wenn wir hier weiter runtergekommen wären, mhm. Und wäre unter dieses Tief gegangen, dann wäre das ganze Ding hinfällig gewesen. Das war meine Frage. Ja, das ist richtig so. Ja. Also für mich wäre sie jetzt eigentlich da schon erledigt gewesen, ne? Ja, aber ist sie eben nicht... Weil sich einfach nur die Nackenlinie weiter fortgesetzt hat und wir ja hier ein höheres Tief haben als da. Deswegen ist das nicht durch. Ja? Also die Nummer besteht weiter, zumindest in meinem Handelsplan. Ja? Ja, so funktioniert das bei mir. Wenn Sie da Interesse dran haben, gehen Sie einfach mal auf meine Website, das ist die daytradingcoach.de. Ziehen Sie sich den Newsletter da ist, ich habe jede Woche eine Goldanalyse drin. Ich mache jede Woche Analysen für Gold, S&P, Öl und den Dollarindex. Die habe ich fix jede Woche mit bei. Ja. Und da habe ich immer den Wochenchart drauf und den Tageschart drauf. Und da sehen Sie auch, wie sich diese Dinge entwickeln im Laufe der Wochen. Ja, da kann man dann auch einfach mal ein paar Wochen zurückblättern und kann mal gucken, was hat denn der Görsch da vor 10 Wochen geschrieben? Da denkt man vielleicht, okay, ist vielleicht doch was dran. Na? Okay. Dann ganz kurz, der Mike hat es schon gesagt, es gibt von Tickmill super interessant jeden Handelstag morgens eine Marktvorbereitung, wo interessante Trading-Ideen vorgestellt werden auf Währungspaare, auf Gold, auf Öl, ein bisschen auf die Anleihen, auf die Indizes wird geschaut. Immer wenn sich irgendwas Interessantes ergibt, dann bespricht der Mike das kurz. Finden Sie einfach auf der Tickmill-Webseite unter Education-Webinare und das Ding heißt täglich neue Handelsideen. Ja, wer da vielleicht mal ein bisschen verfolgen will, was der Görsch da so erzählt, ich glaube ab Mitte nächster Woche oder so vertrete ich den Mike da auch für eine Woche. Also eine Woche müssen Sie sich dann da mit mir rumschlagen und ansonsten macht das der Mike. Kann ich Ihnen echt nur ans Herz legen, ist eine ganz tolle Geschichte. Weil es sind eben tatsächlich Handelsideen, die da besprochen werden. Ja, das ist kein Blabla, sondern es wird gezeigt, welche Märkte sind interessant, welche Level sind interessant, ab wann kann man neue Bewegungen erwarten und so weiter. Da kriegen Sie auch einen guten Einblick in diese ganze Geschichte.